Ja, du hast schon Platz genommen. Ich habe schon Platz genommen, genau. Klein, aber fein. Weißt du, wie groß der ist? Wie lang der ist? Was glaubst du, wenn du hier so drin sitzt? 5 Meter? Was? 5 Meter? Ja, 5,40 Meter. 5,40 Meter. Guck mal hier. Also, stehen über dem Fahrerhaus geht nur, wenn du extrem klein bist. Aber es ist gar nicht schlimm, weil du hast den super Ablagefach oben. Genau. Und so sehr bücken muss man sich gar nicht. Ach, das ist hier Peugeot. Das ist ein Peugeot. Den haben wir jetzt selten gesehen in letzter Zeit. Finde ich, sieht auch gut aus. Ist wieder schön mit diesem ausklappbaren Tisch. Den kann man hier runterklappen nach links, dann hat man ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Und guck mal, überall diese schöne LED, indirekte Beleuchtung. Doch, der ist total süß, wenn man auf wenig Platz eigentlich alles hat. Das ist ein richtiges Stadtfahrzeug, genau. Ne? Du kannst hier richtig... Das, ist alles das Dekor gefällt mir gut. Wie gefällt denn dir das Dekor? Das Braun und Grau? Finde ich schön. Doch, das war so ein kleiner süßer Kühlschrank. Guck mal, wie süß der ist. Mega niedlich. Naja, du, aber so klein ist er gar nicht, ja, aber der passt, da passt alles rein, was du so brauchst. Mit Eisfach. Ist für 2 oder 3... Wie viele Personen ausgelegt? Was denkst du? Naja, 2. Maximal, mehr kriegst du hier nicht. Achso, du meinst, ob hier noch eine Liegefläche ist? Nee. Schau mal, da unten ist noch ein Fach. Kriegt man das raus? Ach, das ist mehr so eine Wartungsklappe für die Technik. Wasser. Aber du hast hier unten noch mal ein kleines. Mal gucken, ob das eine Wartungsklappe ist. Nee, das ist ein kleines Staufach. Ach, guck mal, hier hast du eine Art kleine Schiebetür. Jetzt haben uns alle gehört. Zeig mal. Sag mal, nee, da kannst du nichts kaputt machen. Scheiße. Du kannst ja nicht Scheiße sagen, das ist ein Video. Zeig mal. Nichts passiert. Die schmeißen uns hier gleich raus. Ich will nicht mehr auf damit. Was ist denn das hier eigentlich für ein toller Schrank? Ich war ja da noch gar nicht. Habe ich mich so erschrocken. Ja, aber guck mal, das ist nochmal... Also einen Meter Höhe, möchte ich sagen. Ordentlich viel Platz. Weißt du, was auffällt? Hinten im im Bettbereich? Es gibt kein Bett. Kein Bett. Es gibt kein Fenster. Aber das kann man bestimmt mitbestellen. Ein riesiger Spiegel im Bad. Das finde ich ja schön. Meter ist was für die Stadt. Finde ich gut. Zeig mal hier die Küche nochmal. Ja, gerne. Ach, Waschbecken. Hier wurde gerade abgewaschen. Zack. Das war Platz, das reicht aus. Klar, man muss hier... Wahrscheinlich hat man hier nicht so viel Platz, einfach um was herzurichten, aber das ist eigentlich auch... Ach, doch, haben wir schon. Guck mal, das ist ja gesagt am Anfang. Zack, so schaut es aus. Ja. Weißt du, was mir richtig gut gefällt hier drin? Ist wirklich das Dekor. Das Braun-Grau finde ich sehr elegant. Das hat so eine fast wie so eine Marmor-Optik, Schieferplatte. So, ja. Ist aber ganz glatt, ist ganz glatt. Mhm. Genau, ist ganz glatt. Und hier, guck mal, das ist auch gar nicht so doof. Du kannst dir die Jacken ranhängen an den Bügel. Vor allen Dingen hast du hier nochmal so eine Stoff einfach. Weil irgendwann würdest du nämlich mit deinen Jacken und Reißverschluss und was man so hat, würde ja, man das abrubbeln. Also gerade wenn es draußen nass ist und dann schön... Gegen das Dekor. Ja, ist nicht so praktisch wahrscheinlich. Ja, haben wir den hier schon aufgemacht? Ja. Ja. Also für Geschirr. Ja, so für 1 bis 2 Personen, super. Genau. Wie gefällt mir das Peugeot-Cockpit vorne?
Habe ich noch nie so richtig gesehen, das aktuelle. Finde ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Erstmal übersichtlich. Ja. Auch finde ich das hier eigentlich, diese Ringe, ein bisschen dick oder hier, dass das. Ja, das ist ein bisschen dezent abgesetzt. Genau, dezent abgesetzt, das sieht erstmal sehr schick aus. Schön. 5,40 Meter, was für die Stadt. Richtig tolles Fahrzeug. Alles, und hier die Control Panel, Wasser, Batterie und Heizung. Ja. Und natürlich oben nochmal ein Oberlicht, was man oben auch hat über dem Bett im Heck.